Die Regenbogen. Wetterschule. Darf ich mich zunächst vorstellen? Hagel ist eine besondere Art von Regen. Mich siehst du nicht so oft, denn ein Hagelkorn entsteht nur in großen Gewitterwolken. Gewitterwolken bilden sich meistens im Sommer. Dann sind die Sonnenstrahlen außergewöhnlich stark und dadurch können sehr viele Wasserteilchen in den Himmel steigen. Es entstehen riesige Wolken mit vielen Wassertropfen. In diesen Wolken ist es sehr windig und die Tropfen werden sehr weit nach oben gepustet. Ganz oben in der Wolke ist die Luft sehr kalt und die Wassertropfen gefrieren dort zu Eis. Sie werden schwer und beginnen wieder herunterzusinken. Weiter unten treffen die Eiskörner dann Wassertropfen, die an ihnen kleben bleiben. Die Eiskörner werden also ein bisschen dicker. Wenn die Eiskörner unten in der Wolke angekommen sind, werden sie wieder vom Wind nach oben gepustet. Auch dann bleiben Wassertropfen an ihnen kleben. Das passiert so oft, bis die Eisklumpen zu schwer werden und zum Boden fallen. Das nennt man dann Hagel. Manche Hagelkörner können so groß werden wie Fußbälle.